Moin Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Kennt ihr das auch, dass ihr in eurer Unigruppe ab und zu mal darum gebeten werdet, an irgendeiner Studie teilzunehmen, die beispielsweise für eine Bachelor- oder Masterarbeit genutzt wird, um dann dort eine Hypothese zu belegen oder widerlegen? In meiner Unigruppe auf Facebook passiert das relativ häufig, dass ja, Studenten für so eine Studie gesucht werden und ich kenne viele, die davon sehr genervt sind. Ich dagegen habe schon an ein paar solcher Studien teilgenommen. Und da das auch bald auf mich zukommt, dass wenn ich meine Masterarbeit schreibe, ich auch so eine Studie anlegen muss, wollte ich euch in diesem Video einfach mal zeigen, dass solche Studien nicht immer langweilig sein müssen. Wissenschaft kann auch spannend sein. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, an was für Studien ich bisher teilgenommen habe und was genau ich da machen musste. Erst letzte Woche war ich zum Beispiel bei einer Studie, die sich grundsätzlich um das Thema Videospiele gedreht hat. Und die Studie ging an sich 1,5 Stunden und ich wurde dann an ein PC gesetzt, konnte mir erst aussuchen, ob ich mit Maus und Tastatur arbeiten möchte oder mit einem Controller. Und dann sollte ich 2 Spiele spielen. Einmal Tetris und einmal Mass Effect 3. Die Studie hat sich hauptsächlich mit dem Spielerlebnis in Mass Effect 3 beschäftigt. Das Tetris-Spielen war nur zum Aufwärmen gedacht. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn euch Mass Effect 3 überhaupt nichts sagt. Mir war vorher auch nur der Name bekannt, aber ich hatte das Spiel vorher selbst noch nie gespielt. Und bei der Studie ging es jetzt auch nur um das erste Tutorial und ja, Mass Effect 3 ist quasi ein First-Person-Shooter, wo dann zwischendurch auch noch Videosequenzen eingespielt werden und wo man Dialoge führen kann. Letztlich ging es in der Studie darum, wie sehr man als Spieler in die Videospielwelt eintauchen kann, wie sehr man sich mit der Hauptperson identifizieren kann, wie sehr man denkt, man ist wirklich in dieser Welt drin, einfach so dieses Zwischenspiel zwischen Realität und Virtualität. In einer anderen Studie, bei der ich mal dabei war, drehte sich alles um, wie bezeichne ich das jetzt, als Farbpsychologie vielleicht. Also wie verschiedene Farben Einfluss auf den Gemütszustand und das Verhalten einer Person haben. Die Studie ist jetzt schon etwas länger her, deswegen hoffe ich auch, dass ich sie jetzt nochmal komplett zusammenkriege. Ich weiß, dass ich am Anfang dieses Hütchenspiel machen musste, wo man 3 Becher hat und darunter eine Kugel versteckt ist und man diese Kugel immer wieder verfolgen muss. Und dieses Spiel haben wir 2-mal gespielt, einmal mit einer weißen Kugel und einmal mit einer roten Kugel. Ja, es sollte dann einfach herausgestellt werden, ob meine Aufmerksamkeit sich durch den Farbwechsel verändert. In einer 2. Aufgabe musste ich dann Rechenaufgaben lösen. Ich meine, ich hatte doch ein Zeitlimit, ich bin mir da aber nicht mehr ganz so sicher. Und auch da gab es wieder 2 Runden, einmal auf weißem Papier mit schwarzer Schrift und auf weißem Papier mit roter Schrift. Und auch da sollte erforscht werden, ob ich dann bei verschiedenen Farben mehr Stress entwickle oder mehr Aufgaben löse. Einfach solche Entwicklungen. Das waren 2 Studien, die direkt in meiner Uni stattgefunden haben, die auch etwas länger gingen und bei der ich auch direkt mit der Studienleiterin in Kontakt war. Es gibt aber auch Studien, die nur über eine Umfrage laufen und an solchen habe ich auch teilgenommen. Bei einer dieser Umfragen ging es zum Beispiel um das Oberthema Werbung. Und dort wurden mir dann verschiedene Werbeslogans vorgelegt, manchmal in Textform, manchmal aber auch als Audiospur. Und meine Aufgabe war es dann zu erkennen, welche Werbung das genau ist. Andersherum sollte ich dann natürlich auch zu verschiedenen Werbungen die entsprechenden Werbeslogans aufschreiben. Und Ziel dieser Studie war es, rauszufinden, mit welchen Mitteln die Werbung so markant wirken und so fest im Gedächtnis bleiben. Bei einer kommenden Studie, an der ich auch teilnehmen werde, geht es dann auch um ein sehr aktuelles Thema, und zwar um Pokémon Go. Das war ja im Sommer extrem gehypt und so gut wie jeder hat es gespielt. Und jetzt, im Herbst, sagen viele, der Hype ist vorbei. Andere sagen, das Spiel ist immer noch aktuell und es wird immer noch gespielt. Und Ziel dieser Studie wird es sein, rauszufinden, was den Hype ausgemacht hat, was den Hype eventuell wieder zerstört hat und was das Besondere eben an diesem Spiel ist. Und gerade dieses Beispiel zeigt, dass Wissenschaft super aktuell sein kann und meiner Meinung nach auch extrem spannend. Und wenn ihr euch jetzt fragt, in welchem Studiengang, schreibt mal bitte etwas über Pokémon Go, dann kann ich euch die Antwort geben, es ist völlig egal, in welchem Studiengang man das machen kann. Meiner Meinung nach kann man jeden Studiengang bzw. jedes Seminar so lenken, dass man dann in einer potenziellen Hausarbeit über sein favorisiertes Thema schreiben kann. Diesbezüglich kann ich euch ein Beispiel aus meinen letzten Hausarbeiten geben. Ich bin zum Beispiel einer, der so gut wie gar kein Fernsehen mehr schaut. Ich habe zwar einen Fernseher in meinem Zimmer stehen, aber der ist
ja, seit 3 Jahren nicht angeschlossen gewesen. Und ich weiche da eher auf solche Sachen wie Netflix oder YouTube aus. Und ich finde auch die Entwicklung von YouTube extrem interessant, wie sich das jetzt in 11 Jahren, ja, zu einer der größten Videoplattformen des Internets irgendwie hochgearbeitet hat. Und das wollte ich irgendwie in meinen Hausarbeiten unterbringen. Glücklicherweise habe ich dann in meinem Germanistikstudium Seminare gehabt, die sich einerseits um Jugendsprache, andererseits aber auch um Anglizismen gedreht haben. Und dann war es nicht mehr wirklich schwer, das Seminarthema und das Thema YouTube in Verbindung zu bringen. Dieses Beispiel soll ich auch ein bisschen Mut machen, dass wenn ihr am Überlegen seid, über welches Thema ihr in eurer nächsten Hausarbeit schreibt, werdet kreativ, ihr könnt wirklich über jedes Thema schreiben, ihr müsst nur die richtigen Gesichtspunkte dann analysieren. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video ein bisschen zeigen, dass Wissenschaft nicht immer nur trocken und langweilig sein muss, sondern auch spannend sein kann. Es kommt nur darauf an, was ihr daraus macht. Hier seht ihr jetzt noch 2 Videos, die es sich anzusehen lohnt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Hast du schon mal was vom Movember gehört? Ja, schon mal gehört. Nein, das sagt mir gar nichts. Ich kenne es eigentlich mehr unter No Shave November. Es gibt so viele verschiedene Arten von Smoothies, so viele Rezepte, so viele coole Blogs und irgendwie Beiträge. Ich habe mir überlegt, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich will einfach nur irgendwie Smoothies machen, die mir helfen, ein bisschen mehr Energie zu haben, gesund auszusehen und mich auch gut zu fühlen.